Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben hier ausführlich darüber diskutiert. Hohe Maklerprovisionen sind eine enorme Belastung für Wohnungssuchende. Da türmt sich ja immer einiges aufeinander. Es sind Umzugskosten, es sind die Kaution und letztendlich auch die Maklerprovisionen. Insofern ist es richtig, dass das reflektiert worden ist und dass wir in der Auseinandersetzung dem praktisch auch nachgekommen sind, dass dieser Änderungsantrag, den wir eingebracht haben in der Deputation für Wirtschaft und Häfen, sehr ausführlich wiedergegeben worden ist und dass dem auch letztendlich stattgegeben wurde. Im Oktober hatte ja letztendlich der Antrag von Rot-Grün vorgesehen, das hälftig aufzuteilen, und das haben wir letztendlich jetzt damit sozusagen vom Tisch. Wir hatten ebenfalls beantragt, diese Nebenabreden nicht mehr als statthaft anzuerkennen, und auch dem ist praktisch die Deputation gefolgt. Das finde ich auch ebenfalls sehr positiv. Das heißt also, so wie hier in dem Bericht steht, im inhaltlichen Ziel des Änderungsantrages der Linken soll mit der vorgeschlagenen Beschlussempfehlung inhaltlich voll entsprochen werden. Das finden wir selbstverständlich gut. Auch wir ziehen unseren Änderungsantrag hiermit zurück. Wenn letztendlich jetzt die veränderte Variante praktisch vorliegt, ist das insofern aufgehoben. Es freut uns auch, dass hier die Linke quasi Rückenwind von der Bundes-SPD bekommen hat. Das ist ganz interessant. In dem soeben beschlossenen Wahlentwurf steht ja drin, also der Bundes-SPD: Wir werden die Maklergebühr neu regeln. Künftig muss der Grundsatz gelten, der sonst überall in der Marktwirtschaft gilt: Wer bestellt, der bezahlt. Es kann nicht sein, dass Wohnungseigentümer und Makler ein Geschäft zulasten Dritten, nämlich der wohnungssuchenden Mieter, machen. Ich denke, an diesem Punkt können wir jetzt auch erstmal einen Haken machen und sind, glaube ich, da auch auf einem guten Weg, dort voranzukommen. Gut, jetzt noch ein paar Sätze zum Antrag bezüglich der kommunalen Wohnungsvermittlung. Selbstverständlich finden wir nicht, dass hier die Deputation uns überzeugt hat, dass wir so etwas nicht brauchen. Also es wird ja damit begründet, dass man sagt, hier wäre unglaublich viel, würde über Wohnungsbaugesellschaften laufen. Das heißt also, es wäre in etwa ein Drittel. Das heißt, auf der anderen Seite gibt es ja auch immer noch zwei Drittel, die im Wesentlichen dann über Makler vermittelt wäre. Wenn es denn so wäre, dass die Gesellschaften die Vermittlung über den Makler die Ausnahme wäre, dann wäre ja schon unser Antrag bezüglich der Maklerprovisionsübernahme letztendlich überflüssig. Und das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Dass wir hier anstreben, dass der Vermieter den Makler bezahlt, wenn er ihn beauftragt, das ist ja bislang noch nicht real. Das heißt, ab morgen haben wir ja diesen Zustand noch nicht. Wohingegen eine Wohnungsvermittlung auf kommunaler Ebene, also eine Stelle, die könnten wir relativ sofort einführen, und das wäre wohnungspolitisch tatsächlich ein Fortschritt. Und wenn man dann aber auch sagt, wenn wir soweit das umsetzen, dass der Makler die Provision zahlt, wäre es ja durchaus auch für Vermieter zunehmend interessant, so eine kommunale Wohnungsvermittlungsstelle in Anspruch zu nehmen. Die wesentliche Argumentation, um das abzulehnen, soweit ich diesen Bericht der Deputation verstanden habe, ist ja, dass es sich letztendlich nicht rechnet. Das heißt, dass Zuschüsse notwendig sein werden, um so eine Stelle einzurichten. Und wenn wir da die Grundlage von Duisburg und die Erfahrungen nehmen, finde ich ja das nicht gerechtfertigt zu sagen, auf diese Vermittlungszahlen kämen wir gar nicht. Duisburg entspricht in etwa Bremen. Insofern kann man auch nicht sagen, dass sich das mehr oder weniger nicht rechnet. Man darf ja nicht vergessen, dass eine Wohnungssuche, auch meine Vorrednerin hat darauf hingewiesen, eine ziemlich mühsame Sache ist. Und da, gerade wenn man gezwungen ist, in einem, sagen wir mal, niedrigpreisigen Segment zu suchen, wäre das durchaus eine Hilfestellung. Und was das anbelangt, wären wir natürlich weiterhin dafür, so etwas einzurichten, und werden diesem Antrag selbstverständlich nicht zurückziehen, sondern ihn weiter aufrechterhalten. Danke. Als nächster Redner das Wort der Abgeordnete Carsten Dick, Fraktion der CDU.